Portugal, Deutschland, Österreich, Finnland, Rumänien, Ungarn. Ich weiß nicht, ob Spanien dazu gehört. Ja, Spanien gehört auch dazu. Die Slowakei, Portugal. Mir fällt nichts mehr ein. Vor 60 Jahren wurde eine Idee geboren, mit der Europa dauerhaft Frieden finden sollte. Daraus entwickelte sich die Europäische Union, wie wir sie heute kennen. Und seit 15 Jahren ist auch Österreich Teil der EU. Jedes Jahr feiert die EU am 9. Mai mit dem Europatag ihren Geburtstag. In Salzburg stand heuer die Europainformation im Europark im Mittelpunkt. Wie unterscheide ich echte Euro-Banknoten von gefälschten? Wer sind die jüngsten EU-Mitgliedsländer? Wo erfahre ich mehr zu EU-Förderungen? Fragen, die von den Europa-Experten an zahlreichen Infoständen beantwortet wurden. Zu erfahren war auch, wie und wo man in Salzburg Europa studieren kann. Für Landeshauptfrau Gabi Burgstaller eine großartige Chance. Weil einfach alle Türen offen stehen. Das heißt, was man weiß, kann man umsetzen, zum Beispiel in Chancen am Arbeitsmarkt, in Chancen bei der Ausbildung. Noch nie war es so einfach, zum Beispiel einen Teil seiner Schulzeit oder Studienzeit in einem anderen Land zu verbringen. Und noch nie war es so leicht möglich, dass ein Österreicher woanders arbeitet und umgekehrt. Also ich würde meinen, viel Information nutzt einem persönlich. Dass ein Europa ohne Grenzen auch ein sicheres Europa ist, zeigten die Experten der Polizei aus Salzburg und Bayern. Im Schengen-Bus erfuhr man Näheres zur Schleierfahndung und zur grenzüberschreitenden Verbrechensbekämpfung. Der Europark wurde währenddessen von einer gemeinsamen Polizeistreife aus beiden Ländern sicher bewacht. Auf ihre Kosten kamen auch die jüngsten EU-Bürger. Sie malten sich ihr Europa kreativ aus. Die EU, was sie für mich bedeutet, also sie bedeutet für mich eine europäische Gemeinschaft und dass wir uns gegenseitig helfen, auch wenn wir eine Wirtschaftskrise haben und so. Die vielen Besucher konnten sich beim Europatag im Europark vor allem von einem überzeugen. Mehr über die EU zu wissen, ist auf jeden Fall ein Gewinn.